Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mein Current Reading für den Januar für euch. Es wird Zeit für das erste Current Reading des Jahres. So schnell kann es tatsächlich gehen. Aber ich bin ja ehrlich gesagt froh, dass ich überhaupt gerade genug Bücher gleichzeitig lese, dass ich ein Currently Reading lohnt, weil im letzten Jahr war es ja häufiger mal der Fall, dass es sich einfach nicht gelohnt hat, weil ich nicht genug parallel gelesen habe, beziehungsweise generell einfach nicht genug zum Lesen kam, dass ich euch so viel über die Bücher hätte erzählen können. Und von daher freue ich mich einfach, dass ich dieses Video jetzt drehen kann. Ich drehe es ein bisschen vor, heute ist erst der 11., weil ich es einfach sonst in den nächsten Tagen nicht schaffe. Aber ich denke mal, die Bücher werden am 15. bis auf das eine, was ich euch gleich zeige, noch aktuell sein. Bei dem einen bin ich halt schon fast am Ende, das werde ich heute beenden. Aber ich denke, der ganze Rest wird dann noch aktuell sein. Von daher denke ich mal, ist das jetzt nicht so schlimm, dass es vorgedreht ist. Ich lese aktuell 3 Bücher aus ganz verschiedenen Bereichen tatsächlich. Jedes Buch aus einem anderen Genre und höre noch dazu ein Hörbuch, also 4 Bücher beschäftigen mich gerade im Gesamten. Und das erste von meiner Liste ist eine Fortsetzung, nämlich Don't Hate Me von Lena Kiefer. Auf diese Fortsetzung habe ich mich schon wahnsinnig gefreut. Ich habe ja Band 1 irgendwann im Herbst gelesen, ich glaube im Oktober. Da war es auch relativ frisch erst erschienen und ja, fand es wirklich richtig, richtig gut. Hier geht es um Kenzie und Lial und die beiden kommen aus vollkommen verschiedenen Welten. Kenzie hat mehrere Schwestern und hat sich in ihrer Freizeit einen Van zum Verreisen ausgebaut und träumt von einem Innenarchitekturstudium, war es, glaube ich. In Architektur und Design oder irgendwie so in der Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt. Und braucht für ihre Bewerbung aber halt noch so ein paar Referenzen. Und sie wollte, glaube ich, irgendwie ein Praktikum machen, das dann aber abgelehnt wird. Und bekommt dann aber kurz darauf eine andere Chance. Und diese führt sie nach Schottland, nach Kilmore, ein kleines Örtchen, aus dem auch ihre Mutter stammt. Und dort trifft sie eben auf Lial. Und der ist aus einer sehr wohlhabenden und bekannten Familie, der irgendwie zig Hotels und was weiß ich nicht alles gehören. Und er... Ja, für ihn ist dieser Sommer auch sehr, sehr wichtig in Kilmore, weil er sich sozusagen beweisen und behaupten muss und gegen eine, ja, düstere Geschichte aus der Vergangenheit anarbeiten muss, um sich praktisch für seine Familie zu bewähren, weil sonst ja im Prinzip seine ganze Zukunft und seine Position in der Familie auf der Kippe stehen. Wieso, weshalb, warum, müsst ihr selbst herausfinden beim Lesen. Auf jeden Fall ja, ist für ihn die erste Begegnung mit Kenzie gleich ja, ein schlechtes Omen, sage ich mal. Und ihm ist klar, dass er ihr auf keinen Fall irgendwie näher kommen darf, auch wenn sich ihre Wege in diesem Sommer häufiger kreuzen. Und ja, wie das Ganze dann ausgeht, müsst ihr selbst lesen. Ich mochte den ersten Band sehr, sehr gerne. Ich mochte dieses ganze Setting in Schottland da einfach sehr gerne. Und diese zwei total gegensätzlichen Familien, die da vorgestellt werden, und fand die Charaktere einfach interessant. Und auch die Nebencharaktere haben so einiges an Geschichte, sage ich mal, zu bieten. Und ich mochte den ersten Band wirklich sehr, sehr gerne. Habe mich deswegen sehr auf den zweiten gefreut. Und da bin ich jetzt tatsächlich fast am Ende. Ich glaube, ich habe noch so 80 Seiten. Ich bin auf Seite 349. Ich habe da gestern echt 200 Seiten am Stück weggesuchtet. Und es macht wieder so viel Spaß. Ich war echt auch so ein bisschen skeptisch. Ich finde, in diesem Genre bei zweiten Bänden läuft es immer ähnlich ab. Und es gibt so ein paar Gefahren. Also es könnte sein, dass einen das Buch halt nervt, weil es so ein riesiges Gefühls-Hin und Her gibt. Es könnte sein, dass es alles zu überstürzt kommt, was dann halt passiert. Es könnte sein, dass es aber auch einfach viel zu langsam geht. Und ich finde es total, dass es total selten ist, dass es zweite Bände gibt nach so einem Ende, wie es hier Band 1 hat, die dann wirklich überzeugen. Hier, finde ich, ist dieses Timing und Tempo aber recht gut gewählt und von daher gefällt es mir im Großen und Ganzen wirklich gut. Ich bin jetzt sehr gespannt, was zum Ende hinkommt. Ich muss gestehen, dass ich schon mal geguckt habe, worum es in Band 3 geht und schon etwas weiß und ahne und mir so denke, es kommt irgendwie bekannt vor aus einer anderen Buchreihe, aber ich denke, das muss nichts heißen, was Lena Kiefer daraus am Ende gemacht hat, wird was ganz Eigenes sein. Und von daher bin ich jetzt schon gespannt auf Band 3 und lass mich dann einfach von allem Weiteren mal überraschen. Ich finde es halt auch cool, dass die Reihe wirklich in jedem Band auch das Setting wechselt. Also im ersten hatten wir Schottland als Schauplatz, hier ist es Griechenland
Und im dritten war es auch irgendwas Tropisches, irgendeine tropische Insel oder so, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich hatte es auf jeden Fall gelesen. Und das finde ich auch cool, dass man so ein bisschen rumreist in dieser Buchreihe. Tatsächlich ist Don't Hate Me schon das dritte Buch, was ich diesen Monat angefangen habe. Das erste habe ich schon beendet, beziehungsweise das, was ich als zweites angefangen hatte, habe ich schon beendet. Und das, was ich jetzt erst angefangen hatte, ist tatsächlich ein Buch aus den letzten Dezembertagen, nämlich Kingdoms of Smoke, die Verschwörung von Brigand von Sally Green. Ich kann euch bei diesem Buch leider gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil ich finde, der Klappentext oder die Beschreibung verrät jetzt nicht so viel. Außer, dass man hier mehrere völlig verschiedene Charaktere und Perspektiven hat. Und ich habe dann auch einfach beschlossen, bevor ich weitere Nachforschungen sozusagen anstelle, lasse ich mich von diesem Buch einfach mal komplett überraschen. Es ist Fantasy, es gibt hier Magie, es gibt Dämonen, es gibt Königshäuser, es gibt Intrigen, es gibt Diebe und Verräter und Soldaten. Und ja, vom ganzen Rest lasse ich mich, wie gesagt, überraschen. Ich bin bisher gekommen bis Seite 90, hatte das ja Ende Dezember angefangen, aber ich bin gerade irgendwie in so eine Romance-Phase gerutscht und habe eben erst Truly gelesen und jetzt Don't Hate Me, und da passte dieser riesen Fantasy-Wälzer irgendwie gerade nicht so rein. Ich werde mich aber bemühen, da die nächsten Tage weiterzulesen, weil ich jetzt halt schon angefangen habe. Und ich will nicht, dass das wieder so ein Buch wird, was ewig angefangen auf meinem Stapel liegt und nicht weitergelesen wird. Und von daher, ja, sobald Don't Hate Me ausgelesen ist, werde ich mich dem hier wieder mehr widmen. Mir hat der Einstieg auf jeden Fall recht gut gefallen. Es sind, wie gesagt, mehrere Perspektiven. Ich finde, man kommt damit aber gut zurecht, weil sie schrittweise eingeführt werden. Also ich bin jetzt ja, wie gesagt, auf Seite 90 und es sind noch nicht alle Perspektiven da gewesen. Also es geht echt so schrittweise. Man hat aus der Perspektive erst mehrere Kapitel. Zwischendurch schleicht sich dann mal die zweite Perspektive ein und so. Also es ist echt ein Tempo, in dem es geht, in dem man die Charaktere auch gut kennenlernen kann. Und das finde ich sehr, sehr gut. Von der Handlung her lässt sich noch nicht allzu viel sagen. Es ist auf jeden Fall bisher interessant gewesen und von daher freue ich mich da auch drauf weiterzulesen und herauszufinden, wie die Geschichten der verschiedenen Charaktere miteinander verknüpft sind. Außerdem höre ich gerade ein Hörbuch aus dem Fantasy-Bereich, nämlich den zweiten Teil von Throne of Glass. Das Ganze habe ich ja schon mal gelesen und höre ich jetzt wieder, um in die Geschichte neu reinzukommen, damit ich dann endlich die Reihe fortsetzen und Band 3 lesen kann, der hier auch schon steht und auf mich wartet seit Monaten oder Jahren. Ja, mir gefällt es jetzt auch beim zweiten Mal sehr gut. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich mich an das erste Mal lesen kaum noch erinnern kann und kaum noch weiß, was überhaupt passiert ist. Ich bin jetzt bei 36% oder so, also ich nähere mich langsam der Hälfte und ja, finde es weiter super. Ich habe nur festgestellt, dass mir Dorians Eifersucht so ein bisschen auf den Keks geht. Das hatte ich, glaube ich, beim ersten Lesen nicht so. Vielleicht habe ich auch einfach nicht so drauf geachtet. Aber das ist mir heute Morgen beim Hören irgendwie extrem aufgefallen. Und da ich auch nicht mehr weiß, wie Band 2 endete, habe ich keine Ahnung, ob sich das jetzt noch bessert. Da werde ich wohl einfach abwarten müssen. Und zu guter Letzt lese ich eine Art Sachbuch zum Thema Schreiben. Und zwar Wort für Wort oder die Kunst, ein gutes Buch zu schreiben von Elizabeth George. Das habe ich gestern angefangen. Ich hatte das vor kurzem zufällig irgendwo entdeckt auf Facebook oder Instagram, glaube ich, und habe mir das dann bestellt. Das gibt es nur noch gebraucht, deswegen sieht es schon so ein bisschen zerfleddert aus. Aber ja, bin froh, dass ich es noch gefunden habe und ich habe da gestern so nebenher beim Essen machen und so die ersten 65 Seiten gelesen und ich glaube, das war eine richtig gute Idee. Für alle, die gerne schreiben, kann ich es an dieser Stelle schon empfehlen. Jetzt am Anfang ging es vor allem um die Bedeutung von Figuren und Schauplätzen und wie man damit spielen kann, das Ganze an vielen Beispielen aus anderen Romanen und ja, gefällt mir bisher wahnsinnig gut, sehr inspirierend, hat mich auch gleich auf Ideen gebracht und ich bin schon sehr gespannt, was hier noch so thematisiert wird und was ich aus diesem Buch so für mich mitnehmen kann. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen durchgehetzt, weil mein Akku schwächelt gerade. Das waren aber auch alle Bücher, die mich gerade so begleiten. Falls ihr neugierig geworden seid, ich verlinke euch alle Bücher wie immer unten in der Infobox. Dann schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten war es das an dieser Stelle von mir schon. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis dann, tschüss.